Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 und ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten. Ich spiele heute mal wieder eine Runde Assassin's Creed. Noch nicht, Rafik. Oh, eins. Vielleicht unter dem Einfluss von Drogen. Nein, weshalb sagt ihr sowas? Es ist nur, weil sich euer und Ziel lassen wir mal hier ein bisschen labern. Wir müssen den nächsten Auftragsmord hier machen. Ich stolpere nicht. So defensiv. Fühlt ihr euch verfolgt? Ein wenig durch den Wind? Ich werde jetzt gehen. Haltet den Geist und den Körper rein, Altair. Haltet der Versuchung stand. Muss ich noch ein paar Nachforschungen machen, oder was? Ach, verdammt, ey, da hätte ich mir auch das Ganze eben jetzt sparen können. Dann wollen wir mal gucken, wo noch ein paar Nachforschungen am Start sind. Taschendiebstahl, was ist das hier? Taschendiebstahl. Komm, die sind beide gleich, dann gehen wir dann halt zu dem. Beides auch nicht so weit weg ist, finde ich. Oh, Alter, ihr macht doch keine Faxen am Morgen, Alter. Wir haben Sonntagmorgen. Und ich will einfach ganz gemütlich Assassin's Creed 1 aufnehmen. Weil mir das Spiel Spaß macht und ich endlich Assassin's Creed 2 anfangen will, Alter. Ich will richtig suchten. So. Weil das ist eine bessere Handlung als Assassin's Creed 1, glaubt mir's, liebe Zuschauer. Die Handlung davon ist einfach viel geiler. Guck mal, was habe ich hier gefunden? Was habe ich hier gefunden? Was findet man nicht alles? Ein falscher Prophet ihrer Lügen. Aber dann fand Zubair Erleuchtung. Er erkannte, was getan wird. Er wird Ärger verursachen. Und was findet man hier nicht alles? Nimm die doch. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar. Und ich werde euch den Weg Er wird Ärger verursachen. Einst war er ein Lehrer, ein falscher Prophet ihrer Lügen. Aber dann fand Zubair Erleuchtung. Er erkannte, was getan werden muss. Verstand, dass er die Wahrheit, die ihm zuteil so, wurde, dachte, das haben wir doch letztes Mal schon angefangen. Und so wie sich auf die Fresse der Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar. Und ich werde Ach, das sind ein paar Fragen, kein Taschendiebstahl, wie blöd ich eigentlich bin, ne? Richtig dumm, ey. Sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Ja, komm. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Kann ich dem jetzt am bestmöglichsten auf die Fresse hauen? Nur eine Kleinigkeit, bitte. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. So wie er rennt. Alter. Ich habe nichts. Bitte, habt ihr Geld für mich? Ich werde euch hier. Ich werde dich noch einmal verletzen. Hä? Kollege, auf die Fresse, Junge. Was macht Alter ihr da? Hoch, runter, hoch, runter. Also sprecht und ich mag meine Klinge zurückhalten. Was hat euer Da hinten steht ein Informant von mir, Alter. Sehr gut, passt ja richtig. Wir legen die Grundsteine für einen Weg, den bald alle einschlagen werden. Er führt in ein besseres Mord. Das sehe ich anders. Dann seid ihr blind. Worte auf diesen Pergamenten, sie sind Gift. Zubair kennt die Heilung. Er befreit uns von diesen Lügen. Ihr redet Unfug. Ihr habt den Verstand verloren. Nicht verloren. Gefunden. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Er hat mir so viel gezeigt. Ich bin erleuchtet. Ihr seid fanatisch, mehr nicht. Und gefährlich noch dazu. Tut, was ihr tun müsst. Es ändert nichts. Wir kennen keine Furcht. Solltet ihr aber. Oh. Euer
Jetzt sind die Nachforschungen aber beendet, oder? Ich glaube schon. Ah. Was wollt ihr? Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Wollen die jetzt unbedingt auf die Fresse? Aus dem Weg. Bewegung. Aber wir Alter. Es gibt keinen Ausweg, er ist am Ende. Noch hast du nicht gewonnen. Aus dem Weg. Warm, Kollege. Sagen, da sind einige draufgegangen gerade. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa Al-Kalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Alles klar, dann nehmen wir die Feder. Und hauen ab. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Oh, laber doch nicht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnis. Spule vor zu aktuellen Erinnerungsbuch nochmal. Boah, ey. So, dann gehen wir da jetzt auch noch hin, oder? Und ballern den um. Attentatsziel. Wovor flieht er nur? Tut das nicht noch einmal, wenn ihr in eurem Leben hängt. Ja, hoch da. Ja. Geil, ne?
wenn man nicht springen kann. Jetzt weiß, wo man entlang muss. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wurde. Schönes Lagerfeuer. Schönes Lagerfeuer. Von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen. Um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte, Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Oh, ich würde sagen, der ist verbrannt. Der Kollege. Jeder, der so spricht wie er, leicht angedünstet. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt. Sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Wie die Tür einfach von alleine aufgeht. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Was mag ihn Gott, denn so? So, jetzt müssen wir so viele Attentäter umbringen. Bringt eure Schrift nicht noch einmal! Ihr tut mir weh! Hört auf! Oh, Jodo, wie Kunas! Nein! Hast du mich gefallen? Ich kann mal an deinem Kanzler! Was auf Honi! Das ist mal los! Kacker! أنت تتبع طريق الظلام. Alter. Beni gözüm kapalı bile yenerim. So, und auf zum nächsten. Gell, buraya. Was macht ihr denn? Aus dem Weg! Da bleibt er mit dir! Bin ich jene wie So. Dein Leben ist ungläubiger. Ich werde euch in die Schranken weisen. Der Herr steht auf meiner Seite. Bam, Kollege.
Euer Leben ist nicht. Komm, haut alle ab, Alter. So, auf geht's zum nächsten, oder? Ja, er flieht vor mir, so wie er vor der Wahrheit flieht. Schließt. Auch ihr müsst das Licht erkennen. Ungläubiger, er muss aufgehalten werden. Bam, Kollege, bam! Habt ihr das getan? Ha! Die Menschen müssen frei. Du scheiß Bücherverbrenner. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Du, egal wie sehr wir Mehlbrotbacker. Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt. Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seine mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Es gibt keinen Ausweg, er ist am Ende. Welche Fracht über die? Na mal, alle erst unter Kaido. Ihr werdet mir nicht entkommen. Ich
kime boyun eğmek istiyorsun onu? Gel buraya. Gel buraya. Haha, Kollege, ich mache euch alle kaputt. Oh, oh, oh. Richtige Action-Ansicht. Nochmal gegen alle, oder? Oh, geht doch drauf. Sehr gut. Da würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis gleich, Leute.